Hallo ihr Lieben, heute zeige ich euch, wie ihr Eier ausbusten könnt, nur mit einem Loch. Dazu braucht ihr ein Ei, eine Schüssel für das Eigelb, etwas Spitzes, damit ihr ein Loch reinmachen könnt, zum Beispiel ein Pin oder eine Rondnadel oder eine Reißzwecknadel oder eine Stecknadel. Eine Kanüle und eine Plastikspritze, damit ihr das Eigelb rauspusten könnt. Ihr braucht Essig, einen Lappen, damit ihr die Schrift wegmachen könnt und eine Schüssel, damit ihr das noch sauber machen könnt. Ich tue jetzt einen Lappen drauf. Und jetzt rubbel ich das Ganze, die ganze Schrift weg. So, jetzt ist die ganze Schrift weg. Jetzt nehme ich mir den Pin und tue ein Loch rein. Dann wird es so schon pickern. Ein bisschen größer machen. So, jetzt ist es groß genug. Jetzt nehme ich mir die Kanüle und stecke sie mit Plastikspritze drauf. Ziehe ich sie auf und jetzt tue ich Luft rein. Puste ich nochmal Luft rein, damit auch wirklich alles raus ist. Jetzt die Schüssel. Und jetzt mache ich das noch innen sauber. Dazu tue ich noch ein bisschen Essig rein in die Schüssel. Fülle in meinen Plastikspritze noch ein bisschen Wasser mit Essig rein, damit ich das auch saubern kann. Jetzt ist das drin. Jetzt schüttel ich das nochmal. Ganz doll, kräftig. So. Tue ich nochmal Luft reinpumpen. Und ich auch das Wasser, was ich angepufft habe, rauskommt.
könnt ihr noch zweimal oder dreimal machen. Jetzt tue ich das noch abrubbeln, dass es schön sauber ist. So, jetzt ist es sauber. Das ist jetzt euer fertiges Ei. Tschüssi!